Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir testen heute zusammen DM und Rossmann Neuheiten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir doch als heutige Videoaufgabe gerne mal in die Kommentare, was ihr diesen Monat so für Neuheiten entdeckt habt und ob ihr irgendwelche von diesen Produkten hier schon getestet habt. Dann können wir uns da sehr, sehr gerne zu austauschen und ich starte jetzt mit meinem Make-up. Als erstes habe ich ein neues Produkt von Catrice mitgenommen und zwar diese Augenbrauenmascara hier. Das ist die Color & Fix Brow Gel Mascara und ich wollte die eigentlich gerne in transparent haben. Die gibt es nämlich, ich glaube, in drei verschiedenen Farben und in transparent, aber leider gab es die im DM nicht mehr. Und deswegen habe ich mich für die Farbe Medium Brown entschieden. Und erstmal zeige ich euch mal den Applikator. Den finde ich nämlich super cool. Ihr könnt direkt sehen, dass es hierbei um ein Silikonbürstchen handelt und das mag ich super gerne. Ansonsten ist das Bürstchen eher feiner und damit kann man dann seine ganzen Augenbrauen super gut durchkämmen und auch feinere Augenbrauen gut in Form bringen und das finde ich super. Ich finde es immer blöd, wenn der Applikator so richtig groß ist und dann bin ich damit einfach mal über meine Augenbrauen gegangen. Einmal von links nach rechts, um erstmal Produkt auf die Augenbrauen zu geben und dann habe ich meine Augenbrauen nach oben gekämmt und ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass ich eigentlich kein Fan von getönten Augenbrauengels bin, weil das bei mir meistens nicht funktioniert. Meine Augenbrauen sehen dann entweder so gerupft aus oder das Augenbrauengel hält nicht richtig oder es gibt verschiedenste Gründe, warum mir das Ganze nicht gefällt. Das hier ist jetzt tatsächlich die erste Augenbrauenmascara, die ich richtig toll finde. Also erstmal kann man damit, wie gesagt, super gut über die Augenbrauen gehen. Das Gel ist wirklich schön fest geworden, ohne dass das Ganze so unnatürlich aussieht. Und mit meinem transparenten Augenbrauengel drücke ich meine Augenbrauen eigentlich immer noch so ein bisschen an meine Haut. Und wenn ich dann meine Augenbrauen so bewege, dann sieht man natürlich, dass die so ein bisschen an der Haut kleben. Und das sieht man hier jetzt natürlich gar nicht, weil die Augenbrauen einfach an Ort und Stelle bleiben, ohne dass die an der Haut kleben. Also die sind einfach schön geliftet, halten die ganze Zeit und sehen richtig cool aus. Ich habe ja hier auch die Farbe Medium Brown. Das ist aber wirklich ein sehr, sehr heller Braunton. Also ich habe ja dunkelblonde Haare und zu mir passt das jetzt perfekt. Also wenn man die Augenbrauen so in diesem Ton hier haben möchte, dann passt das, aber viel dunkler wird das da auf jeden Fall nicht. Man kann da wahrscheinlich mit dem Augenbrauenstift noch so ein bisschen verdunkeln und verdichten, aber da würde ich dann auch nicht empfehlen, eine Farbe zu nehmen, die viel dunkler ist. Also da muss man so ein bisschen aufpassen bei dem Gel, dass man da auch die richtige Farbe erwischt. Aber ansonsten bin ich wirklich super, super zufrieden damit. Also ich habe auch meinen Augenbrauenstift fast gar nicht mehr gebrauchen können. Also ich habe dann hier noch meinen Lift & Snatch Brow Tint Pen von NYX Cosmetics genommen, habe dann die Lücken so ganz leicht ausgefüllt und es ging ruckzuck. Ich bin sehr, sehr zufrieden und ich werde jetzt definitiv dieses Augenbrauengel öfters mal probieren. Und das heißt schon was, weil ihr wisst, ich liebe das Got2B Augenbrauengel und da kommt eigentlich für mich nichts drüber, aber das hier ist jetzt mal eine harte Konkurrenz. Trend & Up hat neue Concealer rausgebracht und da habe ich mir mal direkt einen mitgenommen. Und zwar ist das der 18 Hour High Coverage Concealer. Der ist feuchtigkeitsspendend und wasserfest. Und ich habe hier die Farbe 010 genommen. Das ist der hellste Ton. Es gibt vier verschiedene Töne. Ich habe alle auf meinem Handrücken geswatcht. Dieser hier ist jetzt der hellste Beige-Ton. Der nächste Ton, der geht so etwas mehr ins Rötliche. Und die beiden nächsten Töne, die sind dann viel zu dunkel für mich. Von daher konnte ich nur zwischen zwei Farben wählen. Aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Der Ton ist ein bisschen zu hell für mich. Aber man kann das ja mit Bronzer alles wieder so ein bisschen verdunkeln. Wenn man sich hier mal den Applikator anschaut, dann sieht man, dass der ziemlich dick ist. Aber damit kann man super gut das Produkt auf die Haut auftragen. Ich habe mir dann ein paar Punkte in mein Gesicht aufgetragen und habe das Ganze dann anschließend mit einem angefeuchteten Make-up-Schwämmchen verblendet. Und das hat super gut funktioniert. Also der Concealer ist wirklich sehr, sehr schön deckend, lässt sich sehr schön verteilen. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass der sehr schnell in die Fältchen rutscht, weil ich habe hier unten drunter so ein Fältchen, das hatte ich schon immer und da muss ich halt immer aufpassen, dass sich da nicht alles drin sammelt. Und dieser Concealer hat sich da relativ schnell abgesetzt, deswegen habe ich den danach gesettet und seitdem ist der aber auch an Ort und Stelle geblieben. Von daher bin ich damit recht zufrieden. Ich muss aber sagen, ich habe den Concealer extra gestern schon mal getestet, damit ich euch auch so ein etwas längeres Ergebnis zeigen kann oder euch mehr berichten kann. Und 18 Stunden hat er jetzt nicht gehalten. Also am Ende des Tages war der hier an der Nase schon relativ uneben. Unter den Augen war der immer noch super, da kann man nichts sagen. Aber an den Stellen, wo ich so grobporigere Haut habe und wo die Haut dann eher mal fettig wird, also hier in diesem Nasenbereich, da
war das Ganze halt eben so ein bisschen grisselig. Von daher wäre das jetzt kein Concealer, auf den ich mich jetzt den ganzen Tag verlassen würde. Ich würde den jetzt einfach nur noch für unter meine Augen verwenden und an der Nase dann einfach irgendein anderes Produkt. Ich habe euch ja eben gesagt, dass ich den Concealer gesettet habe und ich dachte, ich zeige euch einfach auch mal die Produkte, die ich ansonsten benutzt habe. Und so habe ich dafür von Catrice das All Matte Plus Shine Control Powder in der Farbe Banana Shade genommen. Das finde ich super gut. Das trage ich dann immer hier mit so einem kleinen Pinsel von Real Techniques auf. Das ist eigentlich ein Concealer-Pinsel, aber ich mag den sehr gerne, um Puder unter den Augen aufzutragen. Und da habe ich einfach so ein bisschen hier in diesem Dreieck aufgetragen und mit dem Rest bin ich noch so ein bisschen über meine T-Zone gegangen. Und dann sah das Ganze echt gut aus. Danach habe ich mein Gesicht noch konturiert und Blush aufgetragen und da habe ich jeweils Produkte von Asam Beauty verwendet. Einmal habe ich den Cream Contour Stick verwendet für meine Kontur und für meinen Blush habe ich dann den Mousse Blush in der Farbe Coral Festival aufgetragen. Ist eine sehr, sehr schöne Kombination und kann ich euch sehr ans Herz legen. Ist sehr, sehr schön langanhaltend und das sind so meine absoluten Favoriten von Asam Beauty. Vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, dass der liebe Maxim eine neue Kollektion mit Riva Loves Me rausgebracht hat und die Produkte sind super cool. Deswegen dachte ich mir, testen wir das Ganze mal und als erstes haben wir hier eine Lidschattenpalette. Ich finde, die ganzen Sachen sind auch so richtig hübsch designt worden. Da steckt richtig viel Liebe drin. Hier könnt ihr euch jetzt gerne mal die ganzen Farben ansehen. Also da ist wirklich für jeden Anlass irgendwas dabei. Da sind knallige Töne dabei, schöne erdige Alltagstöne und auch schöne knallige Farben für das bewegliche Augenlid. Ich habe es heute so ein bisschen natürlicher gehalten, obwohl mein Augenlid wirklich bis zum Mond glitzert. Richtig cool. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, welche Farben ich verwendet habe. Ich habe nämlich zuerst diesen hellen Braunton in meine Lidfalte gegeben und habe das wirklich bis nach oben zur Augenbraue gearbeitet. Habe das wirklich großflächig aufgetragen. Und ich muss sagen, die Töne sind wirklich sehr, sehr hoch pigmentiert. Von daher, wenn ihr die verwendet, seid ein bisschen vorsichtig. Nehmt am besten wirklich nach und nach ein bisschen Produkt auf den Pinsel, damit man das Ganze auch schön gleichmäßig verblenden kann. Und danach habe ich auch schon direkt diesen hellen Ton hier auf mein bewegliches Augenlid gegeben. Ich finde, das ist so ein richtig schöner Highlighter-Ton. Der ist sehr, sehr schön, vor allem auch für den Alltag. Man kann den für sein bewegliches Augenlid verwenden, für unter der Augenbraue im Augeninnenwinkel. Und gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, was dabei rausgekommen ist. Ich wollte das Ganze dann noch so ein kleines bisschen intensivieren und habe dann hier diesen dunklen Braunton noch genommen und habe den, so gut es geht, nur in die Lidfalte gearbeitet und das so ganz, ganz leicht nach außen hin verblendet. Und dann war das hier mein Augen-Make-up. Ich finde es auf jeden Fall richtig hübsch und da hier noch ganz viele andere Töne drin sind, dachte ich, swatchen wir die einfach mal zusammen auf meinem Arm. Hier könnt ihr die ganzen Farben mal aus nächster Nähe sehen und sehen, wie schön die auch pigmentiert sind. Ich denke, da ist für jeden etwas dabei und auch für jeden Anlass und vor allem für diesen Preis kann man sich diese Palette definitiv mal gönnen. Ich glaube, das nächste Produkt ist mein Favorit aus der Maxim Giacomo Kollektion und zwar habe ich hier ein Eye Glaze und das sieht richtig cool aus. Das schimmert so richtig schön blau, grün und weiß, würde ich sagen. Und ich habe das Ganze dann mal auf mein Augenlid aufgetragen und da sieht das Ganze nochmal komplett anders aus. Und zwar schimmert das Ganze da eher gold, orange und sieht einfach so schön warm aus. Mir persönlich stehen nämlich auch eher warme Töne und deswegen war ich mir auch nicht sicher, wie das Ganze jetzt an mir aussehen würde und ich bin so, so positiv überrascht. Ich muss definitiv schnell zu Rossmann und mir noch eine Packung davon holen, weil für Events oder wenn man feiern geht oder ja, wenn man sich einfach mal so richtig schön und besonders schminken möchte, dann ist das einfach ein absolutes Must-Have. Und so ein Produkt hatte ich bisher noch nicht und ich finde es einfach mega toll und das hält auch die ganze Zeit, das bleibt an Ort und Stelle, das fällt nicht runter. Natürlich, wenn man sich schminkt, muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht mit dem Finger irgendwie woanders ins Gesicht patscht, aber das liegt ja in den eigenen Händen und ja. Das kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Weiter geht es dann mit einem Produkt von Catrice. Und zwar hat Catrice eine neue Mascara rausgebracht. Und wie cool sieht diese Packung bitte aus. Das ist so ein richtig schönes, knalliges Pink. Und zwar ist das die Curl It Volume and Curl Mascara. Und die hat ein ganz schönes Mascara-Bürstchen. Das fand ich nämlich von Anfang an sehr, sehr vielversprechend. Das ist ein Silikonbürstchen, das ist leicht geschwungen. Und das erinnert mich sehr an eine Mascara von Maybelline. Mir fällt der Name jetzt gerade leider nicht ein. Ich würde euch einfach hier ein Foto von der Mascara einblenden. Also ich würde sagen, die sehen sich sehr, sehr ähnlich vom Applikator her. Und ich habe das Ganze dann einfach mal getestet, habe dann die erste Schicht aufgetragen. Und mir ist leider direkt aufgefallen, dass nicht so viel Produkt auf meine Wimpern gekommen ist. Ich musste wirklich sehr, sehr oft über meine Wimpern gehen und sind leider nicht geschwungen gewesen. Manche Wimpern waren was länger, manche haben gar keine Farbe abbekommen. Hier könnt ihr jetzt das Ergebnis nach
der ersten Schicht sehen. Und dann habe ich, glaube ich, insgesamt 3 Schichten aufgetragen und habe versucht, das Beste draus zu machen. Und das hier war leider das Maximale, was ich damit rauskriegen konnte. Von daher, die hat mich leider überhaupt nicht überzeugt, so schön sie auch von außen aussieht. Ich muss aber sagen, sie stempelt nicht ab und hält ganz gut auf den Wimpern, das muss man ja auch dazu sagen. Aber für mich persönlich macht sie leider nicht so schöne Wimpern. Highlighter darf bei mir ja nie fehlen und da habe ich ebenfalls einen aus der Maxim Giacomo Kollektion. Und ich finde, die Farbe sieht richtig cool aus. Ich muss aber sagen, das wäre kein Highlighter, den ich mir jetzt einfach so gekauft hätte, weil ich eigentlich lieber so Champagnertöne mag. Und deswegen bin ich aber ganz froh, mal was Neues getestet zu haben. Ich habe dann hier meinen Highlighterpinsel genommen und habe mir den Highlighter auf meine Wangenknochen aufgetragen. Und da könnt ihr schon direkt sehen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Der passt auch super schön zu meinem Blush, sieht sehr natürlich aus, hat sehr, sehr feine, dezente Schimmerpartikel mit drin, glänzt aber wunderschön. Und ich habe mir den dann auch noch unter meine Augenbrauen gegeben, in den Augeninnenwinkel und ein bisschen auf die Nase. Und der hat wirklich Potenzial, mein neuer Lieblingshighlighter zu werden, weil der einfach so schön natürlich schimmert. Also ich finde das Finish davon so, so toll und ich finde die Farbe auch total schön. Es sieht vor allem nicht so, ich sag mal, ja, kann man das rosa nennen? Also ich finde, es sieht auf jeden Fall natürlicher aus auf der Haut, als das hier ist. Und ich finde, solche Töne sind manchmal so ein bisschen problematisch, weil wenn man so helle Haut hat wie ich, dann kann es sein, dass der Highlighter einfach zu dunkel ist und dass man dann so einen dunkleren Balken im Gesicht hat. Hat man hier überhaupt gar nicht. Und auch hierfür einen absoluten Daumen nach oben. Etwas für die Lippen musste ich natürlich auch noch testen. Und da habe ich den Galaxy Lip Gloss von Maxim. Und auch das wäre ein Produkt, was ich mir so nie zugelegt hätte, weil von solchen Produkten lasse ich grundsätzlich immer die Finger. Ich weiß auch nicht, ist das bei euch auch so? Also ich habe so spezielle Farben, die ich nie kaufe, an Highlightern zum Beispiel oder Lidschatten und so, ja, Galaxy-Glitter-Sachen, da lasse ich meistens die Finger von, weil das bei mir einfach bescheuert aussieht. Ich habe das Ganze dann aber mal pur aufgetragen und schaut mal bitte, wie schön das aussieht. Das glänzt richtig schön, es sieht nicht zu überladen aus, nicht zu glitzerig, es schimmert total toll. Und gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, ich mag immer ganz gerne so ein bisschen Farbe auf meinen Lippen. Deswegen habe ich hier zur Unterstützung noch meinen Manhattan Lip Liner genommen in der Farbe 59G. Und dann habe ich das Ganze nochmal aufgetragen. Und hier könnt ihr ja immer noch das Ergebnis sehen. Ich finde, es sieht so, so schön aus, als hätte ja meine Alltags-Lippenkombination nochmal so ein Upgrade bekommen, weil das einfach so richtig schön schimmert, die Farbe changiert in ganz vielen verschiedenen Tönen. Mal sieht es so leicht lila aus, mal so ein bisschen Gold, mal Silber. Und ich mag diesen Effekt auf den Lippen auf jeden Fall sehr gerne. Ist vielleicht nicht unbedingt der krasseste Alltags-Lipgloss, aber für spezielle Anlässe oder für den Abend, finde ich, ist das ein richtig cooler Eyecatcher. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, fleißig zu kommentieren. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.